Marius, du bist mal wieder im Vlog. Jawollo. Ich habe noch gar nicht introduced, also erstmal guten Morgen. Ich habe gestern schon erzählt, dass wir sehr viel geplant haben für die kommende Zeit. Und jetzt geht's weiter, ne? Jetzt müssen wir mal präziser werden. Genau, in den Terminkalender reinschauen. Oh, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir alles machen werden. Aber wir sind natürlich auch hörig für eure Wünsche. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wo wir hinkommen sollen oder auf welche Events wir gehen sollen oder was für Videos wir machen sollen, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wird uns mega interessieren. Wir haben natürlich aber auch schon viele Kommentare und viele Skigebiete, die schon geschrieben wurden. Also die werden auch berücksichtigt. Genau. Und unsere eigenen Wünsche werden natürlich auch berücksichtigt. Und dann wird abgewägt, okay, das Gebiet ist wichtig. Kriegen wir auf jeden Fall eine gute Mischung rein. Ich würde sagen, gehen wir Vollgas, oder? Bevor wir ins Training gehen, ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Mario. Ja. Er hat uns gerade eine super nette Nachricht geschrieben. Der Mario ist 42 und er sagt, wir leben einen Traum und er findet es sehr cool, dass wir es auch teilen. Und Es holt einen so aus dem Rahmen raus. Man denkt irgendwie, man arbeitet an was Ungewöhnlichem und man wird irgendwie belächelt, aber im Endeffekt muss man realisieren, dass wir gerade wirklich was machen, was uns begeistert und was irgendwie tatsächlich ein Traum ist. Und es ist schön zu hören, dass das auch von außen irgendwo so erkannt wird. Genau, dass wir quasi auch unser Ziel erreichen, es so darzustellen, wie wir es wollen. Und wenn so eine Nachricht kommt oder auch die Kommentare unter den Videos, das ist natürlich, da geht einem das Herz auf. Ja. Ne? Also, es gibt halt Kraft, weiterzumachen. Energie auch, obwohl jeden Tag wieder rauszupushen. Ne? Ja, obwohl wir ja schon, jeden Tag diese Arbeit haben, obwohl wir Arbeit, ist verrückt, aber sehr gut. Voll geil. Ja. Herzlichen Dank und wir freuen uns natürlich über jede Nachricht und super cool. Und mit der Energie müssen wir jetzt mal ins Training gehen, weil ich habe gerade schon mal einen Kaffee reingepusht und jetzt drehe ich gerade durch. Also. Was machen wir jetzt? Was machen wir denn? Wächst Guide lesen. Hey. Du musst die Skier hier wachsen, oder? Jo. Und ich muss meinen Pisten raus. Ich muss die Kollegen hier wachsen. Und Kanten auch, ganz wichtig, Kanten. Ja. Machen wir erst was machen wir zuerst? Kanten? Erst Kanten und dann wachsen, genau. Genau, tipptopp. Legen wir los. Jetzt sieht's gut aus, jetzt bin ich zufrieden.
die letzten Ski werden geschliffen, danach wird er noch gewachst und dann ziehen wir die ersten Ski ab mit dem Gerät hier. Das ist super geil. Normalerweise muss man die mit der Hand ausbürsten, wenn man sowas nicht hat. Aber das hier ist wirklich der Game Changer. Das nimmt uns echt eine Stunde Arbeit ab. Aber wir haben vorher die Ski haben wir ausgebürstet, dann haben wir die Kanten geschliffen, dann haben wir gewachst. Das heißt, wenn wir Wachs trocknen, dann sind die Ski ja kalt und danach nochmal den Wachs rausbürsten, dann ist der Ski fertig. Man sieht immer ganz gut, dass die Ski fertig sind, wenn man die Kontur wieder sieht, ne? Wenn man den Schnitt wieder sieht. Dann ja. Ist genug Wachs wieder draußen. Viele sagen auch, okay, man lässt die Ski über Nacht erkalten, dass es dann noch besser in die Toren einziehen kann. Ist auch eigentlich ganz cool, aber da hat keine Zeit, deswegen machen wir die Grobian-Aktion, oder? Das sollte reichen auf jeden Fall. Ja, laut dem Max-Fan auf jeden Fall. Genau. Tipptopp! So, Ski sind fertig, oder Philipp? Ja! Geil! Motivation! Darauf erstmal der Häube! Oh Mann, ey! Vielen Dank, dass du mir geholfen hast! Und ja. Geht das damit? Stimmt. Da können wir noch Flaschen nehmen. So. Marius, willst du auch noch Häube? Schon mal vielen Dank. Klar, cheers und yo, lass uns jetzt schmecken.